Ja, moin und herzlich willkommen zu einer neuen Lektion Java für Dusi im General. Ich werde mal heute über das Konzept, was auf Englisch Autoboxing heißt. Am Anfang einfach zählen als Objekt. Wir kennen, da haben wir eine kleine Methode geschrieben, do results, mit einem Int als Resultat, ein ganz Zoll kriegen wir rum, und wir returnen 0. Ja. Das, wenn ich das so will, kann ich das auch so schreiben. Dann haben wir Int i. Das ist bekannt. Das ist grafisch durchgestaltet, das ist natürlich eine Variable vom Typ i, das ist einfach ein Kirscht, Raum, i heißt, wir haben die deklariert, was muss man machen, wir müssen da initialisieren, i ist gleich 6 zum Beispiel, was heißt das, wir können an der Kirscht, genau, 6 dran. Wir haben das immer Typ primitiv genannt, ich kann da mal rechnen, 6 plus mehr und so weiter. Das sind aber keine Objekte. Aber also muss ich einfach zu einem Objekt gebrauchen, zum Beispiel erlöschen oder durch Manipulation. Das könnt ihr. Java hat ein ganz gutes Konzept, den heißt Autoboxing. Und es schon so etwas wie Klassen an Objekten, die heißen Integer, zum Beispiel den A. Das ist also ein Objekt, das hier. Das kann zulässig. Grafisch, um herum etwas ganz Schönes. Ein Kirscht. Die A heißt, das ist ein Objekt. Das ist momentan nicht dran. Ja, ich muss die auch initialisieren. Das haben wir ja schon gesehen. Das ich kann, warte, machen wir den drin, das gleich, new integer Klammer 10 schreiben. Ah, die Vergesse wird 10. Okay. Voilà. Das ist mein Loh. Am Fond, ein neues Objekt gemacht. Gestalt. Das ist ein Objekt. Man wird 10. Mit Methoden dran. An den A, die Variable A, weißt du hin. Was dazu ist noch dran, uns interessiert das nicht. Die vielen Methoden, wir werden noch pure Methoden gesehen, weil wir gebraucht sind. Aber wir brauchen Methoden davon, ja, das wird interessant. Wir kriegen Methoden davon. Das tun wir auf ein Objekt. Das ist die Platz, wo wir Objekte als Parameter zum Beispiel wollen. Da muss man das durchgebrauchen. Wir werden das eins du gesehen. Java möchte das aber leben ganz einfach. Für was? Weil Integer an Int, was nicht dasselbe ist. Nee. Für Java als normalen Benutzer, als Digga, ich kann das durchschreiben. Das war für Objekt total verboten, ich kann einfach so ein A als gleich 8. Ja. D'accord? A als ein Objekt, aber A ist kein Objekt, A ist ein 12. Was möchten, geht ganz hin, möchten neuen Objekt? Wenn ich kassierte, ja. Oh nein, nein, möchten wirklich einen neuen? Nein, man verweist das ab. Das geht verloren, ja. Dann weißt du hin. Okay, den anderen geht dann einfach nicht. Wir nennen das Autoboxing, weil du direkt ein Kirscht da drin die 8. Das ist ein 12, nein, du möchtest also direkt ein Objekt. Ja. Und, clever, ich kann auch das anstellen. Ich kann auch so ein i als gleich a. Das ist ein Variabel i, weil du kriegst aber ein Objekt. Das geht hin und hält den Inhalt von dem a, er geht den Inhalt von dem Inhalt vom Objekt holen und wir stehen am i dran. Das ist das clever genug für das zu machen. Das ist ein Autoboxing. Das ist für uns, durch Zufall, wenn so will, durch Java, brauchen wir erst nicht viele Gedanken zu machen. Das ist, er möchte schon automatisch, wo ein Objekt gebracht wird, kann man hier ruhig ein Int gehen. Ja. Das sind immer ein paar Fälle, wo man darüber muss aufpassen. Und die Methoden kommen wir hier noch zurück. Da gehen die paar Klassen, heißt du holst in denen an den Angaben. Ja, was? Das ist den Int, den ist mit Integer verbunden. Hast du gesagt, den an den Methodendeklaration ist schon ein Integer als Resultat. Oder ein Double als Resultat. Okay. Für wer das gut? Weil ich kann, wenn ich ein Objekt null zurückgeben, wenn ich kein Resultat habe, weil ich bei einem Int nicht kann. Ja. Das ist mein ein Double zum Beispiel. Und das ist dann den Objekt davon, bei dem großen B. Und das habe ich für Long, Float. Du kannst dich dann hier konvertieren. Voilà. Den Menschen, den ein bisschen speziell als Integer an Int, sonst die anderen sind Double und dann großen D. Das gebrauchen wir eins da an, wie gesagt, da kann ich dann ein Null zurückgehen. Ich kann das hier weisen, auf Platz ein Int, gehen ich nur ein Integer zurück. Das Programm funktioniert noch well, das ist kein Compile-Fehler, ob ich ein 0 rumgehen oder null. Ich wollen doch die 0 als Objekt. Die 0 geht dann ein Objekt 0. Der Wert 0. Der Wert 0, ja. Dann habe ich so ein Schuck in Objekt, dann habe ich den null. Okay.
Der Standardstart, da haben wir die Möglichkeit für entweder ein 12 zurückzugehen, 1 minus 5, 1000, 1 Million, oder ich gehe einen speziellen Wert, den NULL, den NULL, für so ein, das habe ich schief gegangen, ein Schucki-Resultat. Okay. Das ist ein Platz, wo mir das gebracht. Das ist gut. Ich bin richtig verstorben, mich in den Tenor, dann nicht gebracht. Voilà. Mehr als dann dazu nicht zu sagen, hier möchte ich doch ganz viel sagen, für alles automatisch, wir brauchen uns keine Gedanken zu machen. Okay. Das wird dann auch schon zu dem Thema Autoboxing am Java. Herzlich, merci gesagt, viertel Leistung.